Hallo und willkommen zu einem weiteren tollen Video auf diesem Superkanal rund um das Thema Business, Psychologie und was man alles so wissen müsste, damit man gut durchs Leben kommt. Heute mal mit einem Skript rein von dem guten Video, der heute mit dabei ist, wie üblich. Dann leg mal los. Also, heute geht es um Wort, aber Glauben und Denunziationsworte. Wird also eher was Psychologisches und auch schon etwas eher politisch mit Business. Was aber auch ein bisschen zu tun haben, wie wir gleich noch merken werden. Wie schön. Also, fangen wir mal an. Wort, aber Glauben. Was bedeutet das denn? Aberglaube ist ja mal so, wenn es regnet, lieber den Brunnen abdecken, sonst vergiftet er sich noch und solche Spielchen. Also, Wort, aber Glauben. Wir lesen irgendwo oder wir stoßen irgendwo auf ein schönes Wort, wie zum Beispiel den Bürokratieabbau und denken uns, das ist doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Warum werde ich gleich noch erläutern? Und eigentlich sollte man mit solchen Wörtern, die man aber noch nicht kennt, umgehen, wie mit einem schönen Geschenk. Man hat da so eine schöne Kiste in glänzendem Geschenkpapier mit Schleifchen und allem dran und sollte das erstmal schön angucken von allen Seiten. Auspacken, dann hat man da eine schöne Kiste, macht die auf und findet noch ein tolles Geschenk darin, wieder schön eingepackt, auch wieder von allen Seiten angucken, vielleicht auch mal dran schütteln, ganz vorsichtig auspacken mit spitzen Fingern, macht dann die Kiste auf und drinnen ist ein Kothaufen. Und genauso ist das nämlich auch beim Wort Aberglauben. Eine Abwandlung davon sind dann die vor im Neoliberalismus sehr beliebten Entleerungen von Wörtern, also Wörter, die es bereits gibt, die bereits im Sprachgebrauch so üblich sind, aber deren Bedeutung wird dann vollkommen rausgenommen und sie bekommen eine vollkommen neue. Das hat den Vorteil, dass wir die Wörter weiterhin so denken, sie werden so gemeint und benutzt, wie wir es denken, aber in Wirklichkeit ist es ganz anders gemeint. Aber zurück zum Wort Aberglauben. Nehmen wir doch mal wieder diesen schönen Bürokratieabbau. Das klingt ja erstmal ganz vernünftig, denn aus irgendwelchen Gründen scheint Bürokratie etwas negativ aufgefasst zu werden. Damit wird oftmals etwas Verkrustetes, Veraltetes, Langsames, Teures, Inkompetentes gemeint. Wobei man sich ja auch mal fragen muss, von wem und warum eigentlich? Denn eigentlich ist doch eine Bürokratie nur die Herrschaft der Verwaltung, also eine funktionierende Verwaltung. Nichts anderes stellt die Bürokratie dar. Ja, und wenn wir die dann natürlich abbauen, sprich im öffentlichen Sektor Stellen abbauen, denn um nichts anderes geht es beim Bürokratieabbau, dann bauen wir natürlich Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung ab. Selbst das klingt jetzt erstmal noch nicht so schlecht. Außer für die Leute, die da arbeiten? Außer für die Abgebauten natürlich, aber die sind bei solchen Sachen nie von Belang. Bis wir dann merken, wen bauen wir denn da eigentlich ab? Polizisten? Naja. Also noch sind die Chaoten vom ersten Mal da voll dabei. Juhu, wir wollen keine Piep. Das sage ich jetzt mal hier leider nicht, sonst wird uns das Video noch wegindiziert. Und also noch sind die Chaoten dabei beim Polizeiabbau. Feuerwehrleute abbauen, na, da wird es schon etwas schwieriger. Da freuen sich nur noch die Pyromanen. Krankenschwestern und Allgemeinbeschäftigte im öffentlichen Dienst abbauen, da wird es schon schwieriger. Und dann wundern sich auf einmal alle, wenn nach 20 Jahren Bürokratieabbau man ein halbes Jahr braucht, um einen Termin auf der Kfz-Zulassungsstelle zu bekommen. Oder wenn man ein Dreivierteljahr für einen neuen Reisepass oder einen neuen Personalausweis braucht. Da muss ich jetzt an der Stelle aber fairerweise dazu sagen, wir haben die Digitalisierung aus Gründe halt, so ein bisschen verschlafen und nur eine Teildigitalisierung inzwischen hingekriegt. Das kommt erschwerend hinzu, weil also wir einfach viel zu wenig Leute haben. Viel online machen, ja, aber nicht alles. Deswegen, wir können quasi 90% zur Führerscheinzulassungsstelle können wir online machen. Die letzten 10% müssen wir aber trotzdem dann zum Amt hin. Und genau da haben wir dann diese langen Wartezeiten. Genau. Also entweder alles digital, dass man es komplett verzichten könnte, oder wir können uns den ganzen digitalen Quatsch eigentlich sparen, weil es bringt nichts. Und auch die Digitalisierung wird da immer etwas übertrieben, weil letztendlich muss der Vorgang, den wir da digital erstmal lediglich erstellen, mehr machen wir da erstmal nicht, auch noch von irgendwem irgendwann mal bearbeitet werden. Und das sind die gleichen Leute, die auch den Publikumsverkehr haben. Okay, die freuen sich vielleicht, dass sie keinen tatsächlichen Publikumsverkehr haben müssen. So. Nach dem Motto, Nummernschild haben.
sondern dass sie wenigstens nur ihre Artikel 20 zu 99% offen sind, die da erstellt werden, haben, aber trotzdem, es sind einfach immer noch Leute dahinter. Weil auch die Digitalisierung, da macht sich die Arbeit nicht von alleine. Nee. Das sind nur andere Frontends und andere Wege, wie wir mit den eigentlichen Bearbeitern in Kontakt treten. Sehr viel mehr ist es erstmal nicht. Und dass wir halt nicht hin müssen persönlich. Und dadurch der Kundenverkehr ausbleibt. Also wie gesagt, Bürokratieabbau, wenn Sie ein halbes Jahr auf einen Reisepass oder eine Kfz-Zulassung warten, dann merken Sie, ist vielleicht doch nicht so die Idee. Dann geht es weiter mit zum Beispiel den Lohnnebenkosten oder den Steuern senken. Steuern senken, da denken Sie sich ja, geil, habe ich mehr von meinem Geld, habe ich mehr von meinem Brutto. Ja, erstens, welche Steuern werden gesenkt? Wenn der Spitzensteuersatz zum Beispiel nur gesenkt wird, bringt Ihnen das schon mal überhaupt nichts. Auch, glaube ich, haben Sie relativ wenig, wenn die Luxussteuer auf Schaumwein oder die Schaumweinsteuer gesenkt wird, weil ich glaube nicht, dass Sie so viel Schaumwein, Sekt und Champagner konsumieren, dass das sich ernsthaft bei Ihnen im Monatsbudget eine Steuersenkung ausschlagen würde. Und wenn, haben Sie, glaube ich, ganz andere Probleme. Und dann bei Steuersenkungen, ja, was macht denn der Staat mit dem Geld? Da legt das ja nicht auf eine hohe Kante. So ein Steuern sind ja im Wesentlichen die Einnahmen des Staates. Und der bezahlt damit im Wesentlichen, wie immer ist der größte Einzelposten hier, wie immer in jeder Bilanz die Personalkosten. Genau, der bezahlt damit wieder seine Angestellten. Also geht das schon wieder auf Polizisten, Feuerwehrleute und die ganzen Angestellten in den Ämtern und Verwaltungen. Und wenn wir Steuern senken, dann bleibt insgesamt weniger Geld für die da. Oder zum Beispiel für die Kommunen, die zum Beispiel auch noch den Straßenbau in nur haben. Naja, wir haben... Ja, also es gibt noch Material, ja. Also es gibt auch noch Materialkosten, zum Beispiel für Straßeninstandsetzung oder Schulinstandsetzung und Sanierung. Sind auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle, wo es zum Beispiel zurzeit auch größer hapert. Ja, und dann werden kräftig Steuern gesenkt und dann stellt der Steuereintreiber, also der Staat auf einmal fest, ups, ist ja gar kein Geld mehr da, wo ist denn das jetzt über Nacht so hin? Bis man dann merkt, dass man der deutschen Wirtschaft alleine in einem Jahr ein Steuergeschenk von 23 Milliarden Euro gemacht hat. Geil, wa? Indem man die falschen Steuern gesenkt hat. Indem man die falschen Steuern gesenkt hat, zum Beispiel den Spitzensatz von Steuernsatz. Also das ist der Steuersatz, den Sie bezahlen, wenn Sie ab einem bestimmten Einkommen liegen. Und zwar auch erst für jeden Cent ab diesem Einkommen. Also wenn Sie beispielsweise ab 10.000 Euro den Spitzensteuersatz bezahlen müssen, die 60%, dann bezahlen Sie den ab dem 10.001. Euro, und zwar nicht für alles darunter, für die gesamten 10.000, sondern nur für den einen Euro, den Sie über den 10.000 haben. Also von daher kann der schon mal so schlimm nicht sein. Oder zum Beispiel die Steuern auf Veräußerungsgewinne von Organisationen. Sprich, wenn Sie jetzt irgendeine Firma haben und die kauft eine andere Firma, ist das erstmal gut und schön, sind Sie gewachsen. Dann merken Sie aber, was habe ich mir denn da für ein faules Ei geholt? Die machen ja nur Masse. Das können Sie jetzt zwar steuerlich auch wieder absetzen, aber Sie können dieses faule Ei auch versuchen weiter zu verticken. Und auf diese Gewinne müssen Sie jetzt keine Steuern mehr bezahlen. Das klingt irgendwie nach toxischen Papieren von Immobilieninvestmenten. Ja genau, und rat mal, was gleich danach losging. Ach so. Also von daher, so, also wie gesagt, Steuern senken und wie gesagt, davon werden auch wieder Polizisten, Feuerwehrleute und die Angestellten in der Verwaltung bezahlt. Klingt also schon mal doof. Und übrigens auch viel Forschung bei Entwicklung von Medikamenten. Nein, zum Beispiel auch die gesamte Bildung wird damit mitfinanziert. Genau, danke. Und auch zum Beispiel, wie hieß es von, nicht AstraZeneca, Pfizer und die Anabolgruppe 6. Moderna? Nee, Moderna war das nicht. Johnson Johnson hatten wir noch. Nee, Moderna, Johnson Johnson, AstraZeneca. Und wie ist der Deutsche? BioNTech. Achso. BioNTech, also heißt nicht der Impfstoff, ist die Firma, die es macht. In Frankfurt am Main an der Goldgruppe 6, deshalb habe ich es mir so schön gemerkt. Also, die haben zum Beispiel ihr Studium vom Staat bezahlt bekommen, die Jungs, die das machen. Die haben
die Entwicklung des Medikaments vom Staat bezahlt bekommen und die verkaufen dem Staat dann auch ihr Medikament. Das ist also quasi maximaler Gewinn für so gut wie keine Kosten. Ja. Also die haben, tragen jetzt natürlich schon die normalen Tageskosten ihrer Firmen, aber die werden die Preise dafür natürlich auch so gestalten, dass sie da nicht gerade Minus machen. Kein Wunder, dass der US-Pharma-Gigant Pfizer, die Erfinder von Viagra, da unbedingt einsteigen mussten und jetzt noch mehr Dividenden und Aktiengewinne rausholen, weil Corona-Impfstoffe sind zurzeit noch beliebter als Viagra. Also genau, das wäre zum Beispiel noch eine Sache davon, dass ja die Bildung auch mit von Steuern bezahlt wird. Und zum Beispiel auch in solchen Spezialfällen ganze Entwicklungen. Universitäten ja zum Beispiel auch. Und die Universitäten sind ja auch sehr mit der Wirtschaft inzwischen verschränkt, was auch vielen Leuten überhaupt nicht mal so gut gefällt. Denn dadurch wird auch wieder sehr viel eigentlich Forschung in Unternehmen mal ganz diskret an den Staat abgeschoben und von dem bezahlt. Na, aber da ist ja sogar noch der Gag, da ist ja inzwischen mehr Bürokratie, weil damit du eine Doktorarbeit endlich veröffentlichen kannst, musst du so und so viel Paper schreiben. Das hat mit Bürokratie jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Das nicht den wissenschaftlichen Prozess hier bitte mit reinbringen. Nee, aber das war früher nicht so. Das hat sich irgendwie angehäuft, als ob jetzt plötzlich mehr Bürokratie ist. Ja, das wird ist. Immer mehr, der Publish-or-Perish-Druck, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Das kann man mal gerade eine eigene Folge dazu machen. Was heißt denn Bürokratie eigentlich? Also wir haben ja Büro und Kratie. Was ist denn die Kratie? Die Kratie ist immer die Herrschaft. Die Demokratie, zu der wir gleich auch noch kommen werden, besteht ja aus Demos, dem Volk, und Kratie, der Herrschaft. Und das Büro ist eigentlich nur eine Übersetzung von Office, also dem Offiziellen, also dem Verwalter, dem Amtsinhaber. Also die Herrschaft des Amtsinhabers, wäre es wörtlich übersetzt. Aha. Ist das soweit in unserer repräsentativen Demokratie nichts Schlimmes. Aber ich möchte vorher nochmal zu den Lohnnebenkostensenken kommen. Weil gerne wird ja mal in den Nachrichten kolportiert, dass irgendwelche Industrietypen sagen, wir müssen die Lohnnebenkosten senken, die sind zu hoch. Und die Bürger denken sich, ja, warum nicht? Ja, wessen Lohnnebenkosten? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Und warum die Dinger Lohnnebenkosten heißen? Weil sie Teil des Lohnes sind, nämlich Ihres Lohnes. Und Lohnnebenkosten sind heutzutage fast ausschließlich eben nicht mehr die Steuern, die Einkommenssteuer, die auf ihren Lohn erhoben wird, sondern mehr so Sachen wie sämtliche Sozialbeiträge, also Krankenkasse, Rente, Pflegeversicherung und noch ein bisschen Unfallversicherung. Krankenversicherung. Hatte ich ganz am Anfang. Also. Kranke, Rente, Arbeitslosengeldversicherung, die habe ich noch vergessen, genau. Also diese vier, fünf Großen sind das. Früher gab es dann noch einen Soli-Zuschlag, aber Solidarbeitrag, der übrigens in Ost und West zu gleichen Teilen gezahlt wurde. Nur mal so an unsere lieben westdeutschen Mitbürger, die meinen, sie hätten den Osten alleine durchgefüttert durch den Solidarbeitrag. Oder Zuschlag hieß er, glaube ich. Also von daher, den haben auch die Gesundheit. Neun lieben Brüder und Schwestern im Osten mitgetragen zu gleichen Anteilen. So, und was passiert jetzt also, wenn wir diese Kosten, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung senken? Naja, dann ist halt weniger Geld dafür da. Weniger Geld für Arbeitslose, für gepflegte und zu pflegende und zu pflegende, für Kranke und für Rentner. Also sogar im doppelten Sinne, weil wir haben die Parität, dass die Versicherungen, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern werden gleich bezahlt werden. Da gibt es nämlich einen Unterschied, nämlich der Arbeitgeber zahlt keine Rentenversicherung, dafür zahlt er... Nee, der Arbeitgeber zahlt keine Pflege. Ach, Pflegeversicherung, aber dafür zahlt er eine Unfallversicherung. Dafür zahlt er ausschließlich die Unfallversicherung, bezahlt aber dafür keine Pflegeversicherung. Genau, der Arbeitnehmer ist genau andersrum, der zahlt quasi keine Unfallversicherung, aber dafür zahlt er die Pflegeversicherung. Genau, weil die Unfallversicherung für Arbeitsunfälle ganz doll mit ist, während die Pflegeversicherung, da bist du sowieso zu 99% schon Rentner, wenn du die brauchst. Und von daher ist es, galt es als ein bisschen unangemessen, das auch noch dem Arbeitgeber aufzudrücken, den du da seit 30 Jahren vielleicht schon nicht mehr gesehen hast oder so in der Art.
Genau, das heißt, wenn jetzt also die Arbeitgeber sagen, wir wollen, dass die Nebenkosten von zum Beispiel der... Na, die Lohnnebenkosten? Von zum Beispiel der Krankenversicherung gesenkt werden, sagen wir mal 2%. Dann bedeutet das nicht, dass die nicht nur, dass eben 2% der Arbeitgeber weniger zahlt, sondern dadurch, dass ja ein Gleichgewicht sein muss, zahlen sie auch 2% weniger, was im Endeffekt bedeutet, es werden insgesamt 4% weniger bezahlt. Sag das mal nicht so laut, es ist, glaube ich, erst seit wenigen Jahren wieder so, dass das komplett paritätisch ist. Das war vorher unter Schwarz-Gelb übrigens auch gerne mal so, dass da Arbeitgeber mehr bezahlt haben. Arbeitnehmer mehr bezahlt haben. Das ist halt eingefroren worden für die Arbeitgeber, die Beiträge. Genau, da die Arbeitnehmerbeiträge wurden immer weiter stufenweise. Die wurden halt eben immer weiter. Dadurch war das schief, das Verhältnis. Und irgendwann ist dann halt Gut geplatzt und dann wurde es angehoben. Genau. Und jedenfalls, wenn schon paritätisch und die Arbeitgeber wollen 2% weniger bezahlen, müssen sie auch 2% weniger bezahlen. Das heißt, es fehlen schon mal 4%. Und das heißt 4% weniger Einnahmen für alle, für die Rentenversicherung, für alle Krankenkassen, je nachdem, was gesenkt werden soll, oder für alle Arbeitslosen. Da trifft es natürlich günstig, dass man die Sozialhilfe vorher ins Arbeitslosengeld 2 verwandelt hat und dabei noch kräftig die Sätze, die es gab, mit runterreduziert hat. Wäre ja auch noch schöner, wenn die Sozialhilfe oder Altersempfänger von dem leben könnten, was sie da bekommen. Naja. Dann ist ja gar keine Existenzangst mehr gesichert. Also wie gesagt, Lohnnebenkosten, da wird ein Teil ihres Lohnes gesenkt. Und der Einzige, der davon profitiert, ist der Arbeitgeber. Weil im Zweifelsfall haben sie dann auch noch in der Rente weniger Geld. Sie bekommen zwar jetzt aus dem Stand kurzfristig ein bisschen mehr, haben dann aber nachher deutlich in der Rente weniger, weil sie bezahlen ja auch weniger Rentenbeiträge, um nochmal ein Beispiel zu nennen, ne? Oder die Krankenkassen machen dann jedes Jahr Milliardenverluste. Oder die Rentenkassen und Arbeitslosenkassen müssen zum Beispiel mit Milliarden Steuergeldern vom Staat noch unterstützt werden. Ist also mal wieder die private Externalisierung von Kosten, wie immer im Kapitalismus. So, nächstes Wörtchen. Wir hatten eben schon die Bürokratie erklärt. Mithilfe der Demokratie kommen wir jetzt zur Demokratie. Das ist schon ein bisschen der erste Fall von Falschwörterbuch. Also das ist so die Grauzone zwischen Wörteraberglauben und Falschwörterbuch. Denn wir denken bei Demokratie das, was wir auch in der Schule gelernt haben, nicht etwa das, was die Philosophen der Aufklärung wie Voltaire und Rousseau und so meinten, oder gar was die alten Griechen gemacht haben. Gut, da haben es nur weiße freie Männer gemacht, aber sie haben es gemacht. Und... Ja. Sondern wir denken da an das, was uns seit der Schule eingetrichtert wird, repräsentative Demokratie. Sprich, wir dürfen alle paar Jahre mal unser Stimmchen abgeben. Ich behalte meine Stimme lieber, ich artikuliere mich damit recht gerne und deshalb behalte ich die recht gerne auch. Anstatt sie ständig abzugeben und dann ihr wieder monatelang hinterher zu rennen, wo ich sie jetzt hin verlegt habe. Also, wir dürfen ein paar Kreuzchen auf ein paar Listen machen. Nicht alle Leute? Nicht alle, das kommt erschwerend hinzu. Ja. Also nur deutsche Staatsbürger und selbst Leute, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland wohnen, also Migranten und Migrantinnen in dem Fall zum Beispiel, hier auch fleißig Steuern bezahlen. Also zum Steuerzahlen sind sie gut. Das heißt aber trotzdem noch lange nicht, dass die Menschen hier auch wählen dürfen. Die bezahlen Steuern. Leute wählen, die hier geboren wurden. Genau, also wer die deutsche Staatsbürgerschaft offiziell hat, ich glaube nach einem Einbürgerungstest, wenn du den bestehst, darfst du dann auch endlich wählen. Aber die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, ist gar nicht mal so leicht, da scheitern viele dran. Selbst sie, die es tatsächlich auch wirklich versuchen. Und zwar weniger an dem Test als Pillepalle, wobei, Club Deutscher Unternehmer, schwierig. Aber davon mal abgesehen, das Verwaltungsverfahren, da schlägt die Bürokratie mal wieder zu. Und zwar diesmal ist es wirklich negativ gemeint. Also in der Hinsicht ist Bürokratie schon was Negatives. Aber für nun wiederum den Bürokraten nicht, weil das erschwert ja erfolgreich, dass hier die ganzen Leute sich einbürgern lassen. Also Ziel erfüllt. Also zurück zur Demokratie. Wir denken, es ist damit getan, dass wir alle paar Jahre mal ein Parlament wählen dürfen und das dann für uns entscheidet. Jetzt fragen Sie aber mal eine alleinerziehende Mindestlohnanfängerin, was sich nach Rot-Grün, Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot,
Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot und Rot-Grün-Gelb zurzeit jetzt in den letzten paar Jahren geändert hat. Und die werden Ihnen sagen, eigentlich nichts. Das heißt jetzt alles. Es ist eigentlich alles. Es heißt jetzt alles und im Wesentlichen ist es eigentlich nur schlimmer geworden. Also vorher hatte ich Sozialhilfe, gut, okay, aber davon hatte ich wenigstens Rentenansprüche. Dann bekam ich Hartz IV, da konnte ich mein Kind auf einmal nicht mehr auf Klassenfahrten schicken, weil ich kein Geld mehr hatte. Und einen Unterhalt konnte ich auch nicht mehr von meinem Mann anklagen, seit er auf einmal so abgehauen ist und nicht mehr bezahlt. Ja, und eigentlich ist für sie alles nur schlimmer geworden. Vorher hat sie noch einen Job gehabt, der wurde dann leider abgebaut. Sie wurde entlassen und darf ihren Job jetzt, eigenen Job jetzt zur Hälfte des Gehaltes als Zeit- oder Leiharbeiterin wieder machen. Und fragen Sie mal so eine Frau, ob sie noch wählen geht. Die Reichen, die gehen alle wählen. Die wissen ganz genau, was sie von jeder Wahl haben. Die wählen auch alle, die sind sich da sehr bewusst. Ja, wenn ich die wähle, dann machen die auch, was ich will. Und das machen die auch. Alleine die Tatsache, dass die FDP die Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen zum Grundnahrungsmittel erhoben hat, auf das nur 7% statt 19% Steuern erhoben werden, sagt schon alles. Hm. Also, die Partei liefert wenigstens noch an ihre Klientel. Die macht, was sie verspricht. Eigentlich deprimierend, dass man die loben muss. Aber egal. Ja, also wie gesagt, und deshalb, das ist die sogenannte böse Politikverdrossenheit. Ja, aber hat die Frau denn große Wahl in dieser Demokratie? Demokratie heißt nicht nur wählen dürfen, sondern auch eine Wahl haben. Und vor allen Dingen heißt es nicht nur wählen, sondern eigentlich im antiken Griechenland haben die Leute sich auf einem Platz der Agora, da gibt es auch eine sehr schöne Dokumentation dazu, von der Demokratie zum Marktplatz, weil früher hieß Agora einfach noch der Platz, auf dem sich die Leute getroffen haben, um dort zu diskutieren, die Themen, die sie betreffen. Und dann in der Diskussion, die Griechen haben dabei ganz nebenbei die Rhetorik erfunden und dutzende Bücher darüber vollgeschrieben. Und dann zu entscheiden. Und eine Wahl war immer erst das letzte Mittel auf der Agora. Nämlich, wenn man sich nicht einig geworden ist. Wenn beide Argumente so gut waren, eigentlich ein bisschen recht haben sie ja alle beide und gegenseitig manipuliert bekommen haben sie sich auch nicht. Na, dann stimmen wir halt eben ab. Und der, der die Mehrheit hat, dessen Vorschlag wird dann gemacht. Normalerweise ist Demokratie nämlich eigentlich, alle Bürger einer Gemeinschaft haben Einfluss auf alle gesellschaftlichen Entscheidungen, die sie auch betreffen. Dass ich als Nichtrentner nicht unbedingt Einfluss auf Entscheidungen habe, die jetzt nur Pflegebedürftige oder den eigentlichen tatsächlichen Rentensatz betreffen, ist klar. Dass ich als Rentner kaum noch Einfluss aufs Bildungssystem haben brauche, ist vielleicht auch klar. Aber dass ich als Erwerbstätiger zum Beispiel Einfluss auf Entscheidungen habe, die sowas wie Zeit- und Lohnarbeit regeln, Zeit- und Leiharbeit regeln oder sowas wie Mindestlöhne regeln, das ist eigentlich auch klar. Und haben wir das denn jetzt heute in unserer heutigen Demokratie? Ich glaube nicht. Wir dürfen alle paar Jahre mal ein paar Pappnasen wählen. Wer die Pappnasen sind und wer zum Beispiel Minister und dergleichen wird, ist total intransparent geregelt. Das wird in stillen, sehr dunklen Kämmerlein geregelt. Manchmal kriegen wir ein paar Instagram-Snapshots davon, wie bei der letzten Wahl. Wie toll sich doch alle verstehen nach 2 Flaschen Weißwein. Und wie auf du und du sie doch einmal alle sind. Bis es dann ans eigentliche Verhandeln um die Ministerposten geht, da kühlte die Stimmung schon wieder deutlich ab. Und die Verliebtheit war auch nicht mehr so nach dem Motto, da haben sich 2 aber sehr schnell aneinander gewöhnt. Also wie gesagt, Demokratie bedeutet eigentlich, dass alle jederzeit Einfluss auf gesellschaftliche Entscheidungen haben. Also alle mitwirken. Kinder jetzt nicht unbedingt, aber alle offiziellen, sagen wir mal, Teilnehmer eines Staatsvolkes, die nach den Gesetzen dieses Landes zum Staatsvolk gehören und wahlberechtigt sind, die sollen auch alle Einfluss haben. Und deshalb brauchen wir zum Beispiel, was ja zum Beispiel auch fehlt, ist sowas wie ein öffentlicher Debattenraum. Früher war es halt die Agora, wo alle einmal pro Woche hingetickert sind, zum Sonntag oder was auch immer, je nachdem.
und dort alles ausdiskutiert haben, was so gang und gäbe war. Wollen wir Krieg machen? Wollen wir uns einen Alleinherrscher, den Tyrannen, wählen? Der Tyrann war nämlich an sich auch nicht mehr negativ besetzt, bis die Tyrannen es dann übertrieben haben und daraus ein Schimpfwort gemacht haben. Oder soll man zum Beispiel Sparta den Krieg erklären oder doch lieber mit Mykonos handeln? Solche Sachen halt eben, ne? Und ja, das wird jetzt von unseren tollen, und jetzt kommt schon der nächste Begriff, das ist aber eher ein aus der neoliberalen Gruppe, nämlich den freien Medien geregelt. Frei bedeutet in dem Sinne, also Freiheit bedeutet ja für uns, jeder hat Freiheit vor der Zwang, also das Fehlen von Zwang in unserem Leben ist eigentlich Freiheit. Und jetzt werden die ersten vielleicht schon anwerfen, Fehlen von Zwang? Aber ich muss doch meine Miete bezahlen und muss doch Geld erwirtschaften und muss arbeiten gehen. Sehen Sie? Schon sind Sie nicht mehr frei. So leicht war das. Und auch auf Arbeit sind Sie nicht gerade frei. Da können Sie auch nicht sagen, ach Chef, kann ich den Vorgang nicht auch morgen machen? Da ruft Ihr Chef nicht zu seinem Onkel, Onkel Owen, der Sachbearbeiter hat einen kaputten Motivator, sondern du machst das jetzt oder du musst morgen nicht mehr wiederkommen und nächsten Montag auch nicht. Juhu, langes Wochenende. Genau. Also von daher, das ist die reinste Diktatur. Jede Firma ist die reinste Diktatur. Und wenn Sie jetzt ankommen mit, aber es gibt doch Betriebsräte, ja, die sind sowas wie das Bundesverfassungsgericht. Das heißt auch noch lange nicht, dass Firmen irgendwas mit Demokratie zu tun haben. Oder die Wirtschaft als Ganzes. Aber dazu später mehr in einem anderen Video. Also, wir waren bei Freiheit. Und Freiheit bedeutet nicht etwa im Neoliberalismus Ihre Freiheit vor dem Staat, dass Sie nicht zu Sachen gezwungen werden können. Oder dass Sie Ihre bestimmten Rechte wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und sowas haben. Ach, wie schön, wenn wir religionsfrei werden. Nein, das bedeutet, dass die Firmen machen können, was sie wollen. Sprich, dass sie einfach so Standorte schließen können, wie sie wollen. Dass sie sich nicht an irgendwelche Umweltauflagen halten müssen, wenn sie sich eine neue Fabrikhalle ins Naturschutzgebiet setzen. Dass sie ihren Angestellten bezahlen können, was sie wollen. Und zwar meist immer möglichst wenig, gerne auch gar nichts, wenn das geht. Wenn Sie damit rauskommen. Das nennt sich dann Praktikant, genau. Also nicht etwa Hallo Lohnsklaven sagen und dann lacht die Hälfte, dann wissen Sie, ah, das sind die Praktikanten, weil bekommen keinen Lohn. Und Freiheit auch zu verdienen und zu kassieren, was Sie wollen. Und vor allen Dingen auch die Freiheit, mit anderen Unternehmen lustige Sachen zu machen, zum Beispiel sich abzusprechen. Okay, du nimmst, kriegst die Bereiche von Aldi Süd und machst dafür keine Filialen in Aldi Nord auf und ich umgedreht. Okay, Deal, Deal. Oder zum Beispiel, hey, lasst uns doch alle mal den Benzinpreis vom Rohölpreis entkoppeln und kräftig absahnen mit der Ausrede, es ist ja Krieg. Solche Sachen zum Beispiel, das nennt sich dann Kartell. Das ist eigentlich im freien Wettbewerb oder im ordentlichen Wettbewerb auch böse verboten, nicht jedoch im freien Markt. Denn der freie Markt ist gar nicht frei. Das wird aber wieder mal eine Spezialfolge werden. Weil da muss ich dann etwas unflätig werden, wenn ich über den freien Markt rede. So, also kommen wir zurück zu den freien Medien. Die sollten ja eigentlich vollkommen frei und ungehemmt und investigativ, also frei ermittelnd, auch mal ein bisschen wühlen und Leute fragen, die sonst so keiner kennt und vielleicht auch mal ein paar geheime Dokumente rankommen. Jetzt hören Sie hier leise Julian Assange aus London lachen. An freie Dokumente rauskommen und berichten, dem Volke auch berichten, was sie so rausbekommen haben. Dafür gibt es dann auch gerne einen kleinen Entschädigungsaufwand für die entsprechenden Erzeugnisse. Sei es, dass ich mir das Heft am Kiosk kaufe oder dass ich einem Artikel im Netz einen kleinen Betrag überweise oder mir dafür jede Menge Werbung reinziehe. Oder dass ich meine GEZ-Gebühren, und es sind Gebühren, es steht Gebühr auf dem Überweisungsträger, bezahle. Nun, frei sind die Medien allerdings nicht mehr so richtig. Alle deutschen Printmedien, also Bild, Welt, Metal Hammer, Spiegel, Stern, Bunte, Gala, Goldenes Blatt, P&M, PM, und wie sie nicht noch alle heißen, Süddeutsche, FAZ, Zeit, Berliner Morgenpost, Tagesspiegel, Schlag mich tot, gehören alle, insgesamt 5 Familien. Wir hatten die Frauenzeitung, das war Burda, wir haben Springer, Bild, RTL 1 bis 24 und wie sie nicht noch alle heißen, und mein geliebter Metal Hammer.
Ist auch Bild Springer, also ist meine Lieblingszeitschrift von denen. Also Bild, Burda, Springer. Dann gibt es noch die Funke Gruppe, das war früher mal die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, die WAZ. Heißt jetzt nur noch Funke nach der Familie. Dann gibt in Köln herrscht einsam die Dumont-Familie. Früher mal der Alte, jetzt ist es ein Erbe neben Dumont. Sehr leicht googelbar, der Mann. Jemand, der nämlich noch so heißt, gibt es auf der Welt garantiert nicht nochmal. Und Bertelsmann. Damit wir hier RTL und Konsorten und zum Beispiel auch Gruner, ja, und Stern und Spiegel und sowas mit dabei haben, ne? So, das sind so die, ich hoffe, das waren fünf. Ich habe mich mitgezählt. Burda, Springer, Funke, Dumont und Bertelsmann. Genau, sind fünf. Diesen fünf Familien gehört jede einzelne Printpublikation in Deutschland. Egal welche Zeitung Sie aufschlagen, eine von den fünf gehört. Und das klingt jetzt nicht unbedingt nach Freiheit, oder? Zumal sie sich auch alle fünf untereinander sehr gut kennen, verstehen. Und versuchen Sie mal als Redakteur oder Journalist in einer Zeitung einen Artikel unterzubringen, der dem Verleger nicht passt. Zum Beispiel, weil der mit dem Ex-Chefredakteur der Bild, Julian Reichelt, so gut befreundet ist. Und versuchen Sie dann mal in der Zeitung was veröffentlichen über dessen Sexismus und wie der sich bei Bild tatsächlich als Chefredakteur aufgeführt hat. So mit seinem Bundeswehrfeldbett und seinen Springerstiefeln und dass er keine Sekretärin halbbekleidet auf dem Schreibtisch hat liegen lassen und dergleichen. Oder Praktikantin sind sie, sorry. Die Sekretärin waren einigermaßen sicher. Aber wer bei Springer aufsteigen wollte, der musste auf dieses Feldbett. Also als Frau, als Mann musste man nur saufen und beim Bund gewesen sein, dann ging da auch schon was. Also wie gesagt, da gibt es sogar dokumentierte Fälle, dass ein paar wahrscheinlich ziemlich naive Jungjournalisten meinten, juhu, wir können investigativ ermitteln, haben da auch ziemlich viel zu dem Sexismus rausbekommen. Und dann hat der Verleger aber gesagt, na, das lassen wir mal. Sonst darf ich mir am Wochenende im Golfclub von dem Julian wieder so einen Anschiss anhören. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wer es dann veröffentlicht hat letztendlich, war jemand, der Kümmelei und dem deutschen Pressemarkt vollkommen unverdächtig erscheint. Die New York Times. Also New York Times. Aber auch nur, weil Springer in den USA einen sehr großen Metaplayer übernehmen wollte. So viel zu den freien Medien. Jetzt werden einige vielleicht sagen, aber es gibt doch noch die öffentlich-rechtlichen. Ja. Aber wussten Sie, dass der Intendant jedes einzelnen öffentlichen rechtlichen Senders, also die ARD ist ja kein Sender, aber die ganzen Lokalsender, MDR, RBB, BR, der ist der schlimmste von allen, WDR, SWR, NDR und wie sie nicht alle heißen, dass deren Intendanten alle nur nach Parteibuch ausgewählt werden, dass auch deren Vorstandsräte nur nach Parteibuch besetzt sind. Und gerade am BR kann man es schön ausmachen, da ist nämlich der Intendant des Senders immer, aber wirklich immer in der CSU und der beste Bazi des Ministerpräsidenten oder Spezi, Spezi. Spezi. Geben Sie mal meinen Spezi, den Oberstaatsanwalt. Genau, da ist der Intendant des BR immer der Spezi des Ministerpräsidenten, wozu sich dann auch einige Beiträge über Markus Söder erklären im BR, für die sich wahrscheinlich selbst das nordkoreanische Staatsfernsehen geschämt und auf seine journalistische Ethik verwiesen hätte. Tja. Also, da gibt's schon Beiträge, die sind sehr, 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 sehr widerlich. Da möchte man nur noch sehr lange duschen. Also, wie gesagt, die öffentlich-rechtlichen taugen auch nichts. Und dann ein weiteres Problem, was jetzt aber mit dem Wortaufglauben erstmal nichts zu tun hat, beim Journalismus. Die Journalisten haben ja irgendwann ziemliche Kontakte zu den Politikern, ne? Und kriegen dafür auch mal eine Extra-Info, die die Kollegen anderer Publikationen oder Sender nicht kriegen. Mit dem Hinweis, ja, das erzählst du jetzt aber mal nicht, aber das ist hier, damit du etwas mehr Einblick bekommst, warum wir was machen. Ja, jetzt raten Sie mal, was der Journalist macht, wenn er was Negatives über seinen Kumpel, den Politiker, erfährt. Veröffentlicht er das und riskiert seinen guten Zugang, dass er die Direktdurchwahl hat? Und nicht mehr an der Sekretärin nach dem Termin vorbei muss und solche geheimen Infos kriegt? Oder veröffentlicht der das jetzt eiskalt? Natürlich veröffentlicht der das nicht. Und deshalb ist Politikberichterstattung zu 99% fast nur noch wie Hofberichterstattung. Es werden allerlei Nebensächlichkeiten, vollkommen irrelevante Dinge
hochgekaut, wochenlang durchdiskutiert, erschöpfend. Wen interessiert, ob Annalena Baerbock in ihrem Lebenslauf ein, zwei unklare Formulierungen hatte, die noch nicht mal total falsch sind? Weil sie hatte keine Zeiten ganz falsch dazu erfunden, sie hat sie im Wesentlichen nur falsch dargestellt. Oder wen interessiert, dass in ihrem Buch manche Zitate nicht gekennzeichnet wurden und nicht alle Zitate perfekt korrekt wissenschaftlich belegt sind? Das ist ein Unterhaltungsmedium, ein Sachbuch und keine Doktorarbeit oder wissenschaftliche Arbeit. Die Tatsache, dass Franziska Giffey ihre Doktorarbeit zu 99% abgeschrieben hat und Zitate nicht verwendet hat, das interessiert keine Sau. Die Frau ist Berlin regierende Bürgermeisterin geworden. Und es gibt auch immer mehr Verdachtsmomente, dass sie das bei ihrer Magisterarbeit schon genauso gemacht hat. Aber da wurde schon gar nicht mehr drüber berichtet. Die Frau war inzwischen Berlins regierende Bürgermeisterin. Da sollte man sich nicht böse mitstellen. Also wie gesagt, so viel zu den freien Medien. Und das war auch schon unser Übergang zu den Denunziationsworten und den Urthülsen des Neoliberalismus. Die Freiheit an sich hat es ja schon erklärt, das ist ein wunderschönes Beispiel. Kommen wir mal zu den Denunziationsworten. Da gibt es den sogenannten Populismus. Wir wissen aus alte Lateiner, Populus bedeutet das Volk. Oder eine Computerspielserie von Peter Molyneux. Peter Molyneux. Ist aber auch daran angelehnt, weil die Wuselmännchen, die da ständig durchs Bild liefen, waren auch das Volk und du warst ihr Gott. Und der Populismus ist demzufolge, man redet wie das Volk, beziehungsweise man redet für das Volk oder auf das Volk ein, und zwar wie das Volk. Das ist jetzt erstmal in einer Demokratie, sollte das nichts Schlechtes sein, denn in einer Demokratie, einer anständigen, ist ja auch das Volk der Herrscher. Man redet dem lauten Volk vor das Maul, also quasi dem Volk nach dem Maul genau, reden. Nach dem Maul, genau. Genau, also was das Volk sagt, das sage auch ich und damit wäre ich Populist. Das ist aber in einer anständigen Demokratie bei weitem kein Schimpfwort, im Gegenteil. Damit vertrete ich nur die Meinung des Souveräns, des eigentlichen Herrschers im Lande und das sollte ja wohl in dem Fall eher ein Kompliment sein, als wenn ich die Meinung irgendwelcher Lobbybonzen teile. Denkt man zumindest, ist es eigentlich auch. Nun, zum einen habe ich schon erklärt, warum wir in keiner Demokratie leben, dazu noch ein Spezialvideo später. Und nein, wir leben nicht in einer Diktatur. Wir leben auch nicht in der Luftdiktatur und Angie Merkel war auch keine Diktatorin. Das wird wieder was anderes. Und wir machen ja auch keine Werbung für irgendwelchen Telegram-Schwachsinn-Skandale. Genau, genau. Die irgendwelchen Blödsinn behaupten oder irgendwelche Wir sind auch keine Querdenker. Wir sind auch beide dreimal geimpft und... Oder irgendwelche Facebook-Volltrottel, die ihre Bullshit ins Netz blöken, nur dann, weil sie der Meinung sind, das muss die Welt wissen. Ja. Und wir akzeptieren und... Oder wir wissen auch vom Klimawandel, akzeptieren, dass es ihn gibt und machen uns sehr große Sorgen um ihn. Also... Bitte nicht in diese Querdenker-Schwurbelecke schieben uns jetzt. Das wir machen nämlich nicht so große Sorgen um den Klimawandel, dass wir ihn am liebsten töten möchten, damit es keinen Klimawandel gibt. Nehmen das Klimawandel. Mike, mach das. Bitte machen Sie eine typische Handbewegung. Ja, zurück zum Populismus. Da wird bei diesen Denunziationsworten gerne geklammert. Sprich, wir verklammern einen Begriff, den an sich in einer Demokratie erstmal echt guten Populismus, mit dem bösen, bösen Rechtspopulismus. Warum ist der Rechtspopulismus nun wirklich böse? Nun, zum einen wird er von rechten Parteien benutzt, um das Volk zu manipulieren, einseitig. Sprich, wir reden also nicht mehr dem Volk nach dem Maul, sondern wir manipulieren erst das Volk. Und wenn es dann im Affekt dumpfe Vorurteile raushaut, machen wir diese dumpfen Vorurteile zu unserer Meinung. Und dann sind wir bei Volk auch nicht etwa so juristisch unterwegs, dass wir die normalen Bürgerrechtsgesetze bzw. Einbürgerungs- und Staatsbürgerschaftsgesetze meinen, sondern wir biologisieren das Volk. Wir meinen mit Volk natürlich nur Geburts... Wir meinen mit Volk natürlich nur Geburtsdeutsche. Am liebsten auch nur Leute, die in ihrem eigenen Geschlecht geblieben sind. Und auf gar keinen Fall Zugewanderte. Die gehören auf gar keinen Fall zum deutschen Volk. Wie gesagt, ich zitiere an dieser Stelle, das ist nicht meine Meinung. Möchte ich nur nochmal klargestellt haben.
Und damit ist dieser biologisierte Volksbegriff natürlich ganz böse rassistisch und fremdenfeindlich, das ist schon klar. Und damit, dass die Rechten aber diesen Begriff damit mit dem Volk meinen, damit übrigens auch wieder das neoliberale Spielchen vom Begriffe nehmen, aushöhlen und mit eigener Bedeutung versehen spielen, was auch der Neoliberalismus kann. Der Unterschied zwischen rechts und neoliberal ist in den Methoden übrigens gar nicht so sehr verschieden, so groß. Und dadurch, dass sie diesen Begriff meinen, ist der Rechtspopulismus nun wirklich ein schändliches Wort. Dadurch, und Leute, die diesen Rechtspopulismus, sagen wir mal, betreiben oder als solche dargestellt werden, die können auch ruhig, und jetzt kommt der Sinn von diesen Denunziationsworten, aus dem öffentlichen Debattenraum rausgestellt werden. Frei nach dem Motto, buh, beschäftige dich nicht mit dem oder spiel nicht mit dem, der ist böse, der ist schmutzig, der verwendet böse Worte. Apropos Worte, da wird es nochmal ganz, ganz kurz angerissen. Das Wort rechts und links kommt daher, wie die Parteien aus der Sicht des Bundestagspräsidenten gesehen wurden. Also wenn man quasi reinkommt in den Bundestag, dann hat man in der Mitte den Gang, dann sitzen rechts davon die Parteien und links davon die Parteien und geradezu ist quasi der Bundestagspräsident. Das wäre genau spiegelverkehrt, weil man muss sich jetzt einmal drehen und das aus der Sicht des Bundestagspräsidenten Beziehungsweise sehen. vom Rednerpult aus. Genau, der hat halt quasi direkt vor sich den Gang und alle Parteien, die rechts davon sitzen, das sind die eher Konservativen. Konservativ heißt auf die alten Werte besinnend, ja, Oder beziehungsweise die tatsächlich aktuelle Situation nur nicht bewahrend wollen. verändernd, ja, eher einen Schritt zurück zu dem, was wir schon vor 100 Jahren Genau, kannten, lieber mal einen als Schritt mal zurück statt vor. was Neues zu probieren. Und links, da saßen dann eher die Leute, die gesagt haben, Mensch, wir müssen dringend was ändern, so geht das nicht weiter. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es immer was Gutes war, was die ändern wollten, aber die wollten was verändern, die wollten nicht stillstehen. Genau. Und so ist halt rechts und links entstanden. Na, der Und Bundestag hat es auch schon übernommen. Entstanden ist es im Parlament nach der französischen Nationalversammlung, nach der französischen Revolution, während draußen fröhlich die Guillotine ihr Lied sang, haben die sich halt drinnen sortiert und rechts waren so die Vertreter des Adels und der Adligen und der besitzenden Stände, also auch die Bourgeoisie. Die Franzosen sind da sehr schön. Und links waren so die Sans-Culotten, die Hosenträger und die Arbeiter und die Ärmeren, die wenig hatten, aber dafür den Großteil des Volkes ausmachten. So haben sich auch diese Begriffe rechts und links ganz Genau. stark verändert, weil mit rechts sagt man ja heute automatisch, ach, Nazis. Genau. Weil Nee. nämlich seit den 90er Jahren alle Parteien immer zwanghaft in die Mitte streben müssen, weil sie meinen, in der Mitte wäre der Großteil der Bevölkerung. Auf Das den Gang. könnte. Genau, auf dem Gang. Ja, draußen auf dem Gang vom Arbeitsamt und vom Jobcenter. Ja, da ist von der Arbeitsagentur und vom Jobcenter. Da ist der Großteil der Bevölkerung. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Also, wie gesagt, da könnte man auch nochmal eine extra Folge drüber machen, über politische Richtungen und warum zum Beispiel dieses Hufeisen scheiße ist, dass die Mitte oben im Bogen vom Hufeisen ist und sich links und rechts unten angeblich wieder annähern Nein, sollten. das ist totaler Quatsch. Genau, warum das alles Humbug und Bullshit ist. Aber dazu, wie gesagt, vielleicht mal in einem anderen Video später mehr. Als kleine Aussicht, es werden jetzt demnächst wahrscheinlich ein paar etwas politischere Videos erstmal wiederkommen, je nachdem, wie ich mit den Skripten hinterherkomme. Kein Schwurbelschwachsinn, Genau, sondern Informationsvideo. schon hinterlegt und sogar auch mit psychologischen Fakten. Also, genau, wir waren bei der Verklammerung von Populismus und Rechtspopulismus. Und das Schöne an diesen Klammerbegriffen ist, jeder, der sich damit oder jeder, den man damit bezeichnet, den kann man als Diskussionspartner aus diesem öffentlichen Debattenraum, in unserem Fall heute den Medien, rausnehmen. Wer zum Beispiel, ähnlich wie auch bei den Verschwörungsideologen, wer als das gebrandmarkt ist, der wird schon gar nicht mehr ernst genommen, der darf sich zu seinen Co-Trollen nach Telegram und so trollen. Also wie gesagt, das ist nur, um Diskussionspartner zu denunzieren, aus dem Spiel zu nehmen und zu delegitimieren. Der nächste Begriff ist der Anarchist. Wir denken ja bei Anarchist immer an die schwarz gekleideten Gestalten, schwarzer Block, roter Block, die hier zum ersten Mal Steine und Mollys schmeißen. Molly hier, Molly da, Molly hopsasa. Und eigentlich bedeutet oder Anarchismus ist an sich eine theorielose Bewegung. Im Gegensatz zum Kommunismus, der durch Marx, Engels und später auch Lenin ziemlich gut ausdefiniert und theoretisiert ist. Wir haben doch alle das Kapital gelesen, wie im Genau. Zaunfall. Wir haben ja alle das Kapital und das Kommunistische Manifest gelesen.
Also von daher, wenn man so also die 23-bändige Marx Engels Gesamtausgabe im Regal hat, dann weiß man schon ziemlich gut über den Kommunismus Bescheid. Über den Kapitalismus gibt es auch noch ein bisschen was dazu. Das gibt es hingegen beim Anarchismus nicht. Da gibt es viele verschiedene Denker. Teilweise auch Russen, teilweise Franzosen. Das war in der 19. Jahrhundert eine ebenso angesagte Strömung wie der Kommunismus. War lange nicht klar, wer da jetzt den Gewinner macht. Und die haben aber nie so große Werke wie zum Beispiel oder Denker wie Marx und Engels gehabt, die das Ganze mal auf eine einheitliche Grundlage gestellt haben. Was jedoch als kleinster gemeinsamer Nenner des Anarchismus durchaus genannt werden kann, ist nicht etwa die Gewalt oder wir wollen keine, wollen Piep. Das nicht, sondern das ständige kritische Hinterfragen von Macht, Mächtigen und Machtstrukturen. Also ständig hinterfragen, warum haben wir eigentlich eine parlamentarische Demokratie? Oder warum gehen wir eigentlich nur wählen? Oder warum lassen sich so viele eigentlich von so wenigen beherrschen? Und warum zum Geier kann man zwar dafür sorgen, dass jemand, der noch nicht im Bundestag sitzt, in den Bundestag reinkommt, aber nicht wieder raus? Warum zum Beispiel genau werden das nur immer mehr Leute, aber nie weniger? Also man hat inzwischen den Verdacht, der einzige Grund, wie der aus dem Bundestag rauskommt, ist entweder in Handschellen, sehr, sehr selten. Oder Füßen voran. Oder viel häufiger mit den Füßen voran. Anders kommt man da scheinbar nicht mehr raus. Also gewissermaßen auch lebenslänglich. Ja. Bei günstiger Bezahlung und Angestellten und einer, wie ich hörte, sehr guten Kantine. Also ich würde mich da auf lebenslänglich einlassen. Ja, im Bundestag. Kantine soll wirklich gut sein. Genau, also... So mit eigenen Köchen und nicht nur Zulieferung. Genau, also nicht nur geliefertes Catering und ab in Flatsch und demotivierten Küchenfrauen mit einer Kippe in der Schnauze, sondern Flatsch, sondern richtig lecker. Auch im Innenministerium, also die Ministerialkantinen, superb, sag ich dir. Da lohnt sich der Job im öffentlichen Dienst. Habe ich auch neulich bei einer obersten Bundesbehörde, einem Ministerium gesagt, ich würde gerne bei obersten Bundesbehörden arbeiten, da sind die Kantinen mit Abstand am besten. Nee, zurück zum Thema. Was hatten wir jetzt eigentlich gerade nochmal? Ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest. Auf Ablenkung? Ja, na der... Achso, der Anarchismus, genau. Ist ja eigentlich das ständige kritische Hinterfragen von Macht, Mächtigen und Machtstrukturen. Nach dem Motto, warum wählen wir eigentlich den? Oder warum wählen wir nicht jeden? Zum Beispiel, warum wählen wir nicht auch Richter oder Polizeichefs? Und dergleichen weiter und so weiter. Das wurde jedoch dann mit dem Chaotenbegriff gekoppelt und die Chaoten bzw. die Gewalttäter mit dem Gewaltbegriff gekoppelt. Sagen wir es mal so rum. Nämlich, dass Anarchisten unbedingt mit Gewalttätern kombiniert werden mussten, denn Anarchisten, es gab zwar ein paar anarchistische Gewalttäter und Attentäter, aber das waren bei weitem nicht so viele, wie dargestellt wird. Und auch heutzutage sind die, die zu den 1. Mai-Demos gehen und dort Steine und Flaschen schmeißen, inzwischen auch zu 99% die V-Leute des Verfassungsschutzes und nicht die eigentlichen in den anarchistischen Bewegungen. Schwarzer Block und Roter Block. Also um darauf mal hinzuweisen, ne? Es ist ja inzwischen auch schon so, dass wenn sie auf eine Demonstration gehen, sie ihre Überzeugung der Akzeptanz aller Dinge, die auf dieser Demo passieren, bekunden. Ja. Und wenn sie dann wieder von der Demo verschwinden und eine halbe Stunde später wirft ein V-Mann des Verfassungsschutzes einen Stein auf einen Polizisten, dann sind sie automatisch mitfällig, denn sie waren ja auf der Demo. Sie haben ja ihre Sympathie und ihre Akzeptanz gegenüber den Ereignissen dieser Bewegung und den Taten dieser Bewegung bekundet. Und damit sind sie genauso fällig. Von den schönen Worten des Gefährders und der kognitiven Sicherheit fange ich jetzt gar nicht erst an. Das wäre quasi so in die Richtung gehen, schuldig, bis die Unschuld bewiesen wurde. Genau, im Gegensatz von unschuldig, bis die Schuld bewiesen wurde. Das Rechtssystem und die Begriffe wie Gefährder und kognitive Sicherheit und dass die Exekutive sich immer mehr verselbstständigt, machen wir allerdings auch mal in einem speziellen Video vielleicht irgendwann. Das waren jetzt so die zwei Begriffe, der Populismus, der an sich was Gutes sein sollte, und der Anarchist, der an sich eigentlich nur einen kritischen Geist kennzeichnet, aber halt eben durch die Kombination mit der Gewalt und heutzutage auch den Verschwörungstheoretikern oder Ideologen, die aber für sich nochmal ein
extra Wort Aberglaube bzw. Denunziationsbegriff sind, auch in Verruf geraten ist und wer heutzutage als Anarchist brandmarkt wird, der ist auch wieder aus der Diskussion raus, weil die wollen ja ständig nur alles mit Gewalt ändern. Die wollen ja gar nicht diskutieren und sich im Rädchen des Mahlwerks aus Medien und Politikbetrieb anpassen und integrieren lassen. Ich erinnere nur an den schönsten Spruch von Dr. Josef Fischer, der im hessischen Parlament mal zum Parlamentspräsidenten mit meinte, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Ja, so haben die Grünen mal in Parlamenten gesprochen. Die waren mal auf den Demos und wurden von Wasserwerfern weggespült. Genau, es gibt Bilder wie Herr Ströbeler, gut, Christian, Nickname Mao Zedong, Ströbele, der ist immer noch so, wie er damals war. Also der hat sich nicht geändert. Und auch aber bei Jürgen Trittin und Joschka Fischer, Claudia Roth und Joschka Fischer, die haben sich erfolgreich angepasst und integriert. Die stehen jetzt nicht mehr vor dem Wasserwerfer, die sitzen jetzt auf dem Wasserwerfer. Die sitzen auf und sagen, mehr Druck! Genau. Und auch Otto Schilly ist vom RAF-Anwalt ganz böse zum offiziellen Gegenteil mutiert. Ja. Also, soviel erstmal dazu. Das waren die zwei Erklärungen von Wort, Aberglaube und den Initiationsworten. Also, wann immer Sie irgendwelchen Begriffen begegnen, die Sie nicht kennen, in Zeitungen zum Beispiel, wie zum Beispiel den beliebten Sachzwang oder dem Bürokratieabbau oder den Lohnkosten, nee, Lohnnebenkosten senken, immer erstmal drüber nachdenken, was wollen die mir damit sagen? Von wem ist der Artikel eigentlich? Wessen Meinung wird darin zitiert? Kommen darin irgendwelche Experten von irgendwelchen gemeinnützigen oder neoliberalen Stiftungen oder sonst wem vor? Weil ein Experte kann das Wort durchaus sehr viel anders meinen, als Sie das denken. Und wenn Sie das Wort übernehmen, liefern Sie aber nicht Ihre Definition mit, sondern der Experte liefert seine Definition des Wortes mit. Und damit verbreiten Sie seine Meinung und nicht er Ihre. Wichtig. Und bei den Denunziationsworten einfach mal überlegen, wieso soll das eigentlich was Schlimmes sein? Zum Beispiel der Populismus, wie wir es schon mal erklärt haben. In einer guten Herrschaft des Volkes, wieso soll es da schlimm sein, dem Volk nach dem Maul zu reden? Also, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie zum Beispiel noch weitere Beispiele für Wortaberglaube, Wortentfremdung durch den Neoliberalismus, da können wir irgendwann mal auch ein Falschwörterbuch dazu aufmachen. Ja. Das lohnt sich, da kriegt man schon schön viel zusammen. Und da merkt man erstmal, was Neoliberalisten wirklich so meinen, wenn sie reden. Oder auch über Denunziationsworte. Wenn Sie da noch Beispiele haben, bitte immer in die Kommentare damit. Über ein Abo und die Glocke drücken oder ein Gefällt mir, freuen wir uns auch jederzeit. Und nochmal als kleiner Rauswerf, Gag an der Stelle, das Wort Fotze zum Beispiel, das ist heute ein Schimpfwort. Früher beschrieb das eine kleine Lederschnalle, meistens so an Koffern oder Ranzen, genau. Schulranzen. Ja, Ranzen ist auch schon so ein Wort, was sich... Der Ranzen ist denunziert. Genau. Auch das Bartwichsen, das schrieb sich exakt wie Fast Five. Und das bedeutete einfach nur den langen Bart mit Pomade zwirbeln, damit er nicht runterhing, sondern schön zum Kaiser-Wilhelm Gedächtnisbart gezwirbelt wurde. Oder was auch noch gar nicht so lange her ist, das Wort gay. G-A-Y. Genau. Sagen wir heute, ist ja schwul. Nee, das heißt eigentlich freundlich. Freundlich, schön, I'm feeling so cozy and gay. Oder a girl's always gay when her boyfriend's around und sowas. Also sowas zum Beispiel. Oder der Busen. Das ist an sich erstmal nur eine Rille zwischen zwei Erhebungen. Es gibt zum Beispiel den baltischen und den finnischen Meerbusen. Das sind einfach nur zwei Wasserlinien oder Gewässer zwischen zwei Landmassen dazwischen. Das ist halt verherrlich, wenn Sie diese Begriffe mal im klassischen Sinne einsetzen. Genau, und dann mal gucken, was inzwischen daraus geworden ist. Es ist sehr oft sehr lustig. Genau, also die Veränderung von Worten kommt noch oben drauf. Sprache ist nicht nur eine Waffe, sondern auch etwas sehr Lebendiges. Das wissen auch viele Leute nicht. Denn Worte haben Kraft. Sie haben Kraft. Und auf diesen Rausschmeißer können wir dann, glaube ich, auch sehr schön das Video beenden. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.